Ein Regenwald mitten in Nordhessen. Hier zwischen ihren Pflanzen fühlt sich Hanna Möller am wohlsten. Im April ist das Gewächshaus fertig geworden und seitdem ihr Wohnzimmer. Bei 25 Grad und 70% Luftfeuchtigkeit. Sie sagt stolz, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Selbst in meiner Wohnung habe ich auch ganz viele Pflanzen. Und dadurch, dass es halt immer mehr und mehr geworden ist, das hat halt angefangen mit einer normalen Monstera-Pflanze. Und dann hat sich das aufgebaut und dann ist die Sammlung halt größer geworden. Und dadurch habe ich halt dann auch diese Leidenschaft für Pflanzen entwickelt und es wurde immer mehr. Diese Pflanzen hat sie von Geschäftspartnern aus Holland geholt. Auf den dortigen Großmärkten kommen exotische Gewächse aus der ganzen Welt an. Hanna Möller sucht sich ihre Pflanzen aber auch regelmäßig direkt im Herkunftsland aus. Hier zum Beispiel ist sie auf einer Einkaufsreise mitten im Regenwald des Amazonasgebiets. Ein Traum in Grün. So landen die grünen Schätze dann in Nordhessen. Und einige von ihnen sind richtig wertvoll. Diese hier zum Beispiel kommt aus Thailand, heißt aber Florida Beauty. Jedes Blatt ist ein Setzling und wird einzeln verkauft für 700 Euro. Ein Schnäppchen, denn es geht noch teurer. Wir haben verschiedene Preisklassen. Da fangen Pflanzen schon an, im Wert von 40 Euro. Das ist zum Beispiel eine Pflanze, die wir halt auch selber vermehren tun. Und das ist eine Pflanze, die bei uns am teuersten ist. Das ist eine Philodendron Speotisanti. Die lassen wir auch momentan erwachsen und das ist halt einer von diesen Rare Plants, also Raritäten, wie wir das nennen. Die fängt dann ab 3000 Euro ungefähr an. Der Grund für den hohen Preis? Von der Pflanze aus Brasilien gibt es in Europa nur sehr wenige Exemplare. Anfragen für ihre Pflanzen bekommt Hanna Möller mittlerweile aus der ganzen Welt. Verschicken darf sie aber nur innerhalb der EU. Für alle anderen Länder benötigt sie spezielle Exporterlaubnisse und die fehlen ihr momentan noch. Werbung macht die 25-Jährige vor allem über die sozialen Medien. Ihr Instagram-Account ist mit mehr als 13.000 Followern extrem beliebt. Ihr Erfolgsgeheimnis? Sie nimmt die Kunden mit hinter die Kulissen von Harmony Plants. Dass sie sehen, wie ich arbeite, wie die Pflanzen kommen, woher die Pflanzen kommen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute halt mich persönlich kennen und auch, was wir hier überhaupt machen. Dass Hanna Möller ihren Shop ausgerechnet in der Corona-Zeit noch weiter ausgebaut hat, ist übrigens kein Zufall. Denn das Virus hat vielen Lust auf Urlaubsfeeling im Wohnzimmer gemacht. Viele waren zu Hause, viele hatten einfach mehr Zeit für Pflege, für Pflanzen. Sie wollten halt einfach dieses grüne Wohnen nach Hause holen. Noch schaffen Hanna Möller und ihr Freund die Arbeit alleine. Aber wenn der Boom weiter so anhält, soll Verstärkung eingestellt werden. Und so wächst und wächst der nordhessische Regenwald immer weiter.